Ihre Westen machen sie unverkennbar, die Helfer in Blau. Täglich sind die Mitarbeiter der Bahnhofsmission unterwegs und helfen am Hauptbahnhof, wo sie nur können. So auch Sigrid Weyers. Sie ist schon seit 8 Jahren bei der Bahnhofsmission und hat in ihrer Arbeit eine neue Aufgabe gefunden, nachdem ihre Kinder aus dem Haus waren. Es ist einfach schön, wenn man helfen kann, wenn man sieht, dass Leute, die nicht zu sich selber helfen können, dass man da ein bisschen unterstützen kann. Geholfen wird jedem, der Hilfe benötigt. Das gilt nicht nur für Menschen in akuten Nöten, Wohnungslosen oder Suchterkrankten, sondern auch für simple Auskünfte. Ganz ohne Unterstützung geht das allerdings nicht. Wir sind natürlich immer dankbar für Spenden jeglicher Art. Lebensmittelspenden wären im Moment super, weil es gibt sehr viele arme Leute, denen wir auch schon mal eine Tüte mitgeben mit Lebensmitteln, sodass sie wenigstens für ein paar Tage über die Runden kommen, gerade jetzt so zum Ende des Monats. Denn auch wer mit Hunger oder Durst vorbeikommt, bekommt etwas für einen angenehmen Aufenthalt. Und das für sehr kleines Geld. 2 belegte Brötchenhälften gibt es schon für 40 Cent. Was die Besucher hier aber am meisten schätzen, offene Ohren für Gespräche. Thorsten Oletz, Leiter der Bahnhofsmission Duisburg, weiß, was ein neuer Mitarbeiter daher mitbringen sollte. Ich würde an erster Stelle sagen, das Herz am rechten Fleck. Also ich möchte mich für Menschen einsetzen, was verändern. Der muss keine fachliche Ausbildung haben im sozialen Bereich. Ist natürlich wünschenswert, wenn jemand Kenntnisse hat. Aber wir sagen immer, du kannst bei uns mitarbeiten. Und wir würden uns freuen, wenn du mit uns zusammenarbeitest, dass du auch an Teamsitzungen, Fortbildung, aber auch an Ausflügen zum Beispiel teilnimmst, weil das fördert ja auch die Gemeinschaft. Und genau um diese geht es bei der Bahnhofsmission. Für Menschen, die keinen Zufluchtsort und keinen Gesprächspartner haben, da sein.